Wir betrachten jetzt nochmal die Kernfusion in Sternen. Dafür schauen wir speziell das Kernfusion, die Kernfusion, die durch Quantentunneln vermittelt wird an. Das müssen wir darum tun, weil es relativ kleine Sterne gibt, mit bis zu einem Zehntel oder einem Zwanzigstel der Sonnenmasse und darin die Energien, die vorkommen und auch die Temperaturen relativ gering sind. Also man hat da Größenordnung der Energie, der Teilchen ist dann im Bereich von Kiloelektronenvolt. Und das ist, wie man in Laborexperimenten sehen kann, zu wenig, um Kernfusion zu erreichen, einfach indem man Teilchen aufeinander schießt. Die Idee ist die, dass wenn zwei Teilchen und die einfach aufeinander schießt, das Potenzial kann nicht so weit überwunden werden, dass die starke Kernkraft einsetzt und sie dann wirklich fusionieren, wenn man die einfach aufeinander schießt, sondern man muss durchtunneln. Es liegt einfach im Prinzip daran, dass die nächste Annäherung einfach bei einer elektrostatischen Abstoßung und bei dieser Energie im Größenordnung von Kiloelektronenvolt, das sind sie doch minus 12 Meter, die starke Kernkraft setzt sie doch erst bei einer deutlich kleineren Abstand von 10 minus 15 Metern ab ein. Daher müssen die Teilchen schlussendlich durch diese Potentialbarriere durchtunneln. Wenn man hier so also zum Beispiel etwas mit Energie aufzeichnet, dann ist die Vorstellung, dass man hier so eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung hat und wenn man einfach normale Fusion hat, wie man zum Beispiel einen Kernfusionsreaktor hat und wirklich einfach 150 Millionen Grad erstellt, dann hat man da noch die äußerste Spitze hat man dort und die sind noch genug Teilchen, damit man einigermaßen fusionieren kann und mit Tunneln bekommt man halt mehr. Und vor allen Dingen ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man im Kernfusionsreaktor sehr viel weniger Material hat, während und daher die Fusion relativ schnell eintreten muss, während in der Sonne, da dauert es dann Millionen oder Milliarden Jahre, bis ein spezifisches Proton wirklich fusioniert mit einem anderen. Und daher ist die relativ niedrige Wahrscheinlichkeit der Kernfusion durchtunneln doch ausreichend. Wir rechnen jetzt im Folgenden mit einer reduzierten Masse, wobei wir Teilchen haben mit A1 und Z1, wobei A1 halt jeweils die Massezahl ist und Z1 ist die Ladungszahl. Wir nähern das Ganze als ein eindimensionales Problem an, weil das genau genug wird. Und wir verwenden einen Hamiltonian, der dann halt p² über 2m plus v von r. V von r ist gerade Omega über r, wobei Omega z1 mal z2 mal Alpha ist, wobei Alpha wieder die Feinstrukturkonstante ist. Und wir lösen dann die Schrödinger-Gleichung, die einfach besagt, dass e mal psi ist gleich h Hut mal psi, also Operator. Und das setzen wir dann ein. Eigentlich geht es uns jetzt eigentlich darum, eben diese Quantentunnel auszurechnen und die Wahrscheinlichkeit rauszufinden, dass man da ungefähr zum Nullpunkt kommt. Dies ist hier die Gleichung, die wir lösen müssen. Das ist die Schrödinger-Gleichung so aufgeschrieben. Und das können wir jetzt noch veranschaulichen, wie das Potenzial aussieht. Potenzial ist hier einfach eine Funktion, die mit 1 über r abfällt. Und wir haben hier eine gewisse... Immer noch schön genug. Jetzt ist schön... Jetzt sieht es halbwegs anständig aus. Wir haben hier dann V von R und dann haben wir da gewisse parallele Linien, die gewisse Energien darstellen und der Teil rechts der Linie mit V von R, das ist der, in dem sich ein Teilchen einfach klassisch bewegen kann und das links davon ist sozusagen der klassisch verbotene Bereich und wir wollen wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis zu dem Ort kommen, wo wirklich R gleich 0 ist, oder ungefähr gleich 0 ist, also nah genug dran, damit die starke Kernkraft einsetzt. Wir verwenden jetzt die sogenannte WKB-Approximation, die ist nach Wenzel, Kramers und Brouillon benannt. Brouillon kennt man vielleicht noch aus der Festkörperphysik. Auf jeden Fall Psi von R schreiben wir hier als die Exponentialfunktion von minus ein Integral von S von R dr. Das führt dann, wenn man das einsetzt und ableitet, führt das dann zu dieser folgenden Gleichung. Also erstmal muss man das ableiten und dann kann man das in die Schrödinger-Gleichung einsetzen und da bekommt man dann eine relativ einfache Gleichung. Vor allen Dingen nehmen wir jetzt an, dass die Funktion s sich mit r relativ langsam ändert und daher können wir ds nach dr auf 0 setzen.
was dann die Rechnung deutlich vereinfacht und also wir können es dann überhaupt lösen. Auf jeden Fall impliziert jetzt diese Gleichung, dass wir s² ausrechnen können oder doch vor allen Dingen auch s selber ausrechnen können. Das ist nämlich dann Grad 2 mRed mal v von r minus e. Der maximal erlaubte, minimal gerade noch erlaubte Radius gemäß klassischer Physik wäre Omega durch E, was man einfach ausrechnen kann. Und jetzt müssen wir eben das Omega an der Stelle R0, weil RO0 ungefähr 0 ist, ausrechnen. Dafür müssen wir das einsetzen in diese WKB-Approximation. Das kann man jetzt ausrechnen. Und dafür muss man eben dieses Integral, diese Wurzel und dieses Zeugs ausrechnen. Das, was uns eigentlich interessiert, ist dann die Wahrscheinlichkeitssicht und das ist dann eben der Betrag von Psi im Quadrat an der Stelle 0. Oder halt R0, aber uns interessiert eigentlich ungefähr der Ort 0. Und dieses Integral, das rechnet man aus, indem man eine Ersetzung mit Hilfe von trigonometrischen Funktionen macht. Man setzt R gleich A mal Sinus Quadrat U und das kann man dann integrieren. Das Wichtige, was hier noch zu erwähnen ist, dass A ist gleich Omega durch E. Das ist hier nicht erwähnt. Hier steht einfach A. Das Resultat ist dann Pi Zweitel mal Omega durch E. Und dadurch können wir dann Tau an der Stelle von Tau abhängig von der Energie ausrechnen. Das ist gerade eben das, was dort steht. Das, was man hier noch beachten muss, ist, dass man da noch ein Quadrat hat gegenüber dem Integral, das wir vorher ausgerechnet haben, wenn wir dann Tau haben und das ändert das ein bisschen. Das Ganze kann man schreiben als die sogenannte Gamow-Energie dividiert durch die Energie, die man selber hat. Das Ganze halt mit exponentieller Wurzel. Und die Gamow-Energie ist Grad 2 mal die Baryonmasse mal die reduzierte Masse, also ganz reduzierte Masse und dann noch dieser Faktor mit den Zs und dem Alpha. Und das gibt uns dann schlussendlich an, was wir wissen wollen. Mit dem müssen wir noch weiterrechnen, um die Reaktionsrate auszurechnen. Das ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Tunneln kommt, das wir jetzt haben.